Es regnet, es regnet, es regnet. Anke Peanut, der Hybridhandwerker. Herzlich willkommen auf einem neuen Kanal, neuen Video auf meinem Kanal. Warum sagen das eigentlich immer alle auf meinem Kanal? Wo soll das denn sonst? Hat wahrscheinlich auch ein Arschloch mal mit angefangen und dann haben wir es alle übernommen einfach. Okay, das hätten wir geklärt. Es geht um diese Lücke. Die Lücke sieht scheiße aus, die kann natürlich so nicht bleiben. Zeige ich jetzt mal von nahen. Da ging früher das HT-Rohr durch. Das habe ich jetzt genutzt für Heizung und ein bisschen Kabels. Das muss allerdings auch geschlossen werden. Denn so kann es natürlich nicht bleiben. Optisch kein Hingucker. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Man könnte zum Beispiel einfach Dämmwolle rein, Streckmetall dran und Putz dran schmeißen. Ich habe mich allerdings dafür entschlossen, hier einfach so E-Torm vorzukleben oder Porenbeton, ich weiß ja, darf wie Markenerkennung, Markennamen, Markennennung, nicht, dass der E-Torm mich anschreibt und sagt, hören Sie mal, die Steine sind gar nicht von uns. Sind sie nämlich auch nicht. Also kann ich so hochkant hier, schneide ich nur dann so ein bisschen aus, Leichtmörtel rein, fertig, Feierabend. Ohne Pipapo, wir machen hier kein Augenwart. Dahinter werde ich trotzdem Dämmwolle rein. Denn ich habe schon irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich das hier mit was, was so ein bisschen ist, natürlich nur, das sind jetzt 5 cm Porenbeton, was allerdings schon so ein bisschen Druck aufnehmen kann. Hier so ein riesen Schlitz so in der Ecke, gut weit, schon immer. Allerdings habe ich da ein besseres Gefühl, wenn ich da so ein bisschen Druck aufnehmende Baustoffe, Verbindungssteifigkeit aufnehmende Baustoff hineinklebe. Abgesaugt habe ich schon alles, staubfrei. Hier sind noch so ein paar große Lücken, die werde ich jetzt erstmal schließen mit dem Mörtel. Achtung, hier kommt ein Sack Mörtel. Immer noch zu wenig! Noch zu wenig! Nun ist es genug. Eine kleine Vernässung. Wolle rein, oder? Soll ich überhaupt Wolle rein machen? Ja, macht man das schon so, ne? Oder soll ich das ausschäumen dahinter mit Bauschaum? Ist dann halt nur blöd, wenn man wieder dran muss, ne? Wenn man Bauschaum ausschäumt. Allerdings hält das dann natürlich weitaus besser, ne? Ich kriege die Wolle ja eh nicht komplett dahinter und so. Da sind ja trotzdem hohl Räume dann dahinter. Tja, was mache ich jetzt? Wolle rein oder ausschäumen? Ach, meine Güte, immer diese scheiß Entscheidung, die man treffen muss. Furchtbar. Furchtbar. Welchen Vorteil habe ich von Ausschäumen? Auf jeden Fall mehr hält die Steine dann davor, die ich davor reinklebe. Allerdings, wenn ich da mal da dran muss, wenn das mal getauscht werden muss, muss man den ganzen Schaum wegkratzen. Aber was ja eigentlich auch scheißegal ist. So musste die Wolle dann da. Schweißet einfach nicht. Schweißet nicht. Allerdings müsste überhaupt irgendwas. Reicht aber, wenn ich das davor klebe, oder? Ich schäume einfach aus da dahinter. Seite Cover! So! Das ist das zum Verarbeiten des Materials. Dann reißen wir jetzt hier noch ein bisschen an. Tja, ungefähr da. Ja. So. Ja, genau. Eins ist schon kaputt. War ja klar, ne? Dann wollen wir mal gucken, ob es nicht passt. Passen würde es auf gar keinen Fall. Ich kenne meinen Glück. Was habe ich denn jetzt gemacht? Schon ein bisschen zu viel, die Lücke. Ne? Oh, so. Oh, meine Güte. Das dauert ja ewig, so wie ich das hier mache. Ich weiß, dass du lange brauchst, der Mörtel wäre schon hart. Oh, wir kommen der Sache näher. Jo,
wird das gemacht. Ich hätte da noch ein bisschen Fliesenkleber mit reinmachen müssen. Ich denke mal, das mache ich mal eben. So. Fliesenkleber ist mit drin. Ist ja ein bisschen geschmeidiger. Klebt besser. Einfach in allen Sachen besser. Hätte da nicht gedacht, ne? Brauche ich hier wieder keine Handschuhe an. Dummes Stück. Elende Scheiße. Lieber ein bisschen tiefer als so weit draußen, ne? Kann ich lieber einen Zentimeter mehr Putz auftragen, anstatt ich das überall mehr einen Zentimeter auftragen muss, ne? Gerade oder nicht, scheißegal. Weißt du? Ist nämlich schon zu weit draußen. Auch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Geht irgendwie immer wieder raus. Mache ich hier einfach jetzt mal eben einen Nagel rein oder so. Jo. So. Die erste ist geschafft. Und kommt Nummer 2. Logisch, ne? Nummer 1 kommt Nummer 2. Mit dem Anzeichnen ist auf jeden Fall scheiße. Da gibt es bestimmt eine andere Spezialtechnik. Ist mir aber fremd. Tetris. War das auch ein Lied von Tetris? Ich weiß gar nicht. Oh nein, jetzt passt das nicht mehr wegen den ganzen Mörtel. Die Kontrolle. Hauptsache tiefer. Position ist egal, Hauptsache tiefer. In Waage ist hier überhaupt gar nichts. In diesem Haus. Falsch rum. Eine Sauerei. Die Lücke ist geschlossen. Ist das nicht schön, wie das nun aussieht? Eine Lücke, die zu ist, eine Zulücke, die steht von Vorteil. Da, ich habe da überall noch so Löcher reingebohrt, bevor ich die dran geklebt habe. Da kann ich dann ausschäumen. Ich denke mal, ich werde das einfach machen mit dem Ausschäumen. Ob man das braucht oder nicht. Ist das von Vorteil? Ist es von Nachteil? Das ist mir egal. Ich mache es einfach. Jetzt aufräumen. Sieht natürlich wieder hier richtig scheiße aus. Alles da. So, sieht es hier wieder aus. Du Scheiße. Der schwierigste Teil der Arbeit beginnt nun. Das Aufräumen. So, dann verabschiede ich mich mal wieder von einem ganz erfolgreichen, professionellen YouTube-Video. Auf meinem Kanal. Wieso sagen die das immer? Wieso? Egal. Abonniert und trinkt ein Bier. Oder so. Oder was sagen die immer? Sauft euch ein in den Kopf und abonniert den Kanal. Meinen Kanal. Muss man ja dabei sagen. Ne? So, also das ist zu jetzt. Mache ich dann jetzt irgendwas anderes? Das muss ich mir noch überlegen, was ich jetzt noch handhaben tun werde. Und ich sollte aufhören zu reden, denn sonst wird es wieder noch schwachsinniger, als schon Schwachsinn ist. Oh, da sehe ich eine Lücke. Egal. Ich sag einfach tschüss. Hä? Kein einziges Bier im Video? Oh nein, ich habe echt noch nichts getrunken. Egal. Und natürlich noch... Kitschak!